Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Vogel im Käfig anzunehmen bei Danica, die Erlöserin. Im Schlund, an dieser Position, das ist diese Walkür hier im Käfig. Vorquest war, kommt ein Vogel geflogen. Nun muss man hier in dieses Gewölbe, da empfehle ich euch diesen Extra-Knopf zu drücken. Das erspart einem Kämpfe. Ihr seht, hier links und rechts gibt's Mobs. Und hier gibt's noch weitere Mobs. Normalerweise steht hier vorne auch ein Mob, der ist allerdings nicht Elite, den kann man einfach so umhauen. Und hier ist der gesuchte Mob, den man umhauen muss, um dieses hellgeschmiedete Siegel zu bekommen. Als Jäger laufe ich gleich mal hier hin, denn ich will nicht diese Mobs hier werden. Und ich greife einfach mal an. Gleich mal Cooldowns. Der Quest-Mob ist keine Elite, wie ihr sehen könnt. Solltet ihr also schaffen. Ah, was macht er? Unterbreche ich mal. Jetzt stellt er so ein Teil hin, das auch zerstören. Ich weiß nicht, was es macht, wenn man es nicht zerstört. Ich habe es bis jetzt jedes Mal zerstört. Ich bin übrigens auf Twitch unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Quest-Item looten, ganz wichtig. Und jetzt extra Knopf drücken. Dann kann man wieder hinausschleichen. Würde mich freuen, euch auf Twitch zu begegnen. Ist ziemlich cool da. Also wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und ihr seht, mit diesem Knopf muss man hier nicht kämpfen. So. Quest ist abzugeben. Bei Danica, die Erlöserin. Nachdem man sie aus dem Käfig geholt hat, man muss den nämlich benutzen. Also, bei Danica, die Erlöserin. Im Schlund. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem nicht vergessen in der Videobeschreibung Link zum Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. iZocker, Ende.